Hallo und herzlich willkommen zu Path of Exile. Ja, meine kleine Beschwörerhexe ist zurück in Oriath. Und jetzt geht's ja quasi weiter, denn wir wollen ja Kitava letztendlich erledigen. Und sollen wir mal schauen, was uns hier denn alles so erzählen. Lilly? Ja, ihr schuldet mir wohl etwas, da ich euch schon wieder mit meinem Schiff herumgeschickt habe. Ich dachte, ich hätte euch jetzt schon zusammengebracht und das wäre... Naja, gut. Alles klar, ihr habt eine Aufgabe. Leben retten, Götter ausmerzen. Fangt lieber einmal damit an. Das machen wir. Weiler. Also er heißt uns hier, willkommen zurück. Okay. Ist Chip eigentlich immer noch ein Geist oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Ja, ein bisschen was ist hier schon passiert, ja. Weniger mehr Blut, wenn mich mein Verstand nicht trügt. Am besten ist, wenn Lilly und ich hier warten, wo es sicher ist. Ja, raffiniert. Würde ich auch gerne machen. Okay, ja, dann wollen wir mal schauen. Oder? Ich habe neulich mal die alte Waffenkammer der Schwarzen Woge geknackt und dort einen Arsch voll Waffen aus vergangenen Tagen mitgehen lassen. Wenn du einen Blick drauf werfen magst, zeige ich dir gern mein Sortiment. Das heißt, wir können hier Gegenstände kaufen. Ja, in der Regel lohnt sich das ja nicht unbedingt hier bei den Händlern was zu kaufen, es sei denn, man findet da jetzt hier, also ich sag mal, das vielleicht schon, aber so den ganzen Rest nicht unbedingt, es sei denn, man findet hier vielleicht doch irgendwie was, was man dann mit einer passenden Sphäre entsprechend verbessern kann. Na gut, aber wir laufen erstmal weiter. So, mal schauen, was hat Lani denn hier Schönes? Die verlorene Tochter kehrt zurück. Habt ihr uns eine Waffe gebracht, mit der wir unsere Freiheit erkämpfen können? Der Gefräßige ist nur noch hungriger geworden, seit ihr uns verlassen habt. Und ich befürchte, euer Einsatz kommt ein wenig zu spät. Na, das glaube ich aber nicht. Ich sehe es in euren Augen, Verbannter. Ihr fragt euch, warum ich hier bin und nicht im Aufseherturm. Ich erzähle euch die schreckliche Wahrheit. Der Turm ist an die höllische Diener Kitavas gefallen. Schuld hat diese Hexe wie Lenta. Sie ließ den Kultisten eine geheime Leiter hinab und führte sie direkt an unser Lager. Bennen und ich sind nur knapp mit dem Leben davongekommen. Wir haben uns gemeinsam durch die Horden gemetzelt, aber es war sinnlos. Sie hatten uns umzingelt. Ben startete ein Ablenkungsmanöver, sodass ich fliehen konnte. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, stand er oben auf den Hausdächern und wehrte die Angreifer ab. Aber wie lange er noch durchhalten kann, weiß ich nicht. Solltet ihr diesen Weg wählen, dann haltet bitte Ausschau und bringt ihn wieder zurück. Ich habe ihn ganz lieb gewonnen, diesen Templer. Das einzige... er würde uns... So, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Irgendwas war da, war ich kurz abgelenkt. So, also, egal. Nefarius. It is good to see that you survived, my friend. Okay, den müssen wir schon mal suchen. Die Wellen einer unbarmherzigen See sollten also kein Problem für euch sein. Genau. Während unserer Abwesenheit verkam Oriath in eine Totenstadt und wimmelt es dort nur so von Kitavas elenden Dienern. Die Lage ist düsterer, als ich sie zuerst erwartet hatte. Bevor wir unseren Zug machen, sollten wir verstehen, mit was wir es zu tun bekommen. Verbannte, ich schicke euch als Speer. Ihr seid die Einzige, die sich im ständig verändernden Albtraum fortzubewegen vermag. Findet Kitavas Aufenthaltsort. Erst mit diesem Wissen können wir zum entscheidenden Schlag ausholen. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So, ist hier dann noch irgendwer, wen, den ich anquatschen kann? Also ich muss auf alle Fälle oben aufs Dach. Gut. Das wollen wir auch mal machen. So. So, nach dem letzten Patch müsste ja eigentlich auch meine Aura und so, das müsste genau genommen alles noch aktiviert sein. Meine Schemen müssten auch noch da sein. Das Einzige, was ich wieder brauche, ist meine Zombie-Armee. Könnten sie ja theoretisch auch nochmal dran arbeiten. Dass die dann auch bleiben, ja, dass alle Minions quasi bleiben. Genau. So, was brauchen wir denn noch? Also wir brauchen ja auf alle Fälle hier. Genau, den brauchen wir noch. Und dann wollen wir mal sehen. Da hinten ist irgendwie ein Ausgang. Aber die Hexen und so, die machen mir nichts. Die haben ja beim ersten Mal auch nicht so viel gemacht. Ich will mal kurz gucken. 64, 66 bin ich jetzt. Also von daher schon ganz gut. Das Kathedralendach. Ich will doch aber erstmal gucken, was hier sonst noch so rumschwirrt. Jetzt hätte ich doch fast meine Zombies vergessen.
Jetzt hätte ich sie fast. Ja, ist okay. Das liegt natürlich jetzt, also dass ich Mana brauche, liegt dran, weil ich jetzt aktuell natürlich zwei Auren aktiviert habe. So, eine kann vielleicht irgendwann mal wieder weg, aber ich denke mal, ich werde sie noch brauchen. Weil ja, ich sag mal, wenn ich dann den Endkampf schaffen sollte, benötige ich ja wieder zusätzliche Resistenzen, weil ja meine Resistenzen wieder um 30 gekappt werden. So, ich denke mal, wir werden jetzt hier Bannon irgendwie finden müssen. Denke ich jetzt einfach mal. So, kann ich eigentlich noch? Ich kann doch noch hier. Noch? Kann ich doch. Ich muss bloß noch mal was Totes finden, genau. So, komm, du machst mir jetzt aber auch keine so großen Sorgen. Ich denke mal, ich werde das so oder so hier brauchen. Deswegen kann ich das hier jetzt auch schon mal ablaufen. Und eigentlich auch suchen wir natürlich Bannon. So, da müsste doch noch irgendwie, genau. Acht ist Schluss, glaube ich, ne, oder? Ja, acht ist Schluss, erstmal. Erstmal. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwo Not sind für einen neunten. So, wir wollen uns das jetzt auch ja nicht schwerer machen. Also wenn ich hier nochmal ein bisschen skillen sollte. Da hat sich der kleine Ausflug ja auch schon wieder gelohnt. So, dann laufen wir mal hier lang. Und mal gucken, ob wir Bannon hier irgendwo entdecken und retten können. Weil ich würde jetzt raten, natürlich schon, dass wir Kitava irgendwie da hinten wieder auf der anderen Ecke irgendwie finden. So, oh, da hinten ist ein verfluchtes Gebiet. Da will ich rein. So, komm, mir fehlt auch noch ein Händlerrezept. Und dafür brauche ich hier noch so ein paar... Ich weiß gar nicht, wie die Fragmente jetzt hier heißen. Die Wahlfragmente. Da werden wahrscheinlich auch Wahlfragmente heißen. Geht mir ja immer noch so ein bisschen so mit der deutschen Übersetzung. Ich habe ja immer noch mal Schwierigkeiten. Ja, wenn ich jetzt so Items finde, dann weiß ich manchmal gar nicht so richtig. Ich muss mich echt... Also ich muss mich zwingen, mir die genauer anzugucken. Ob da was Brauchbares dazwischen ist. Man hat das ja sich irgendwie so an das Englische gewöhnt. Und eigentlich so nach bestimmten Werten dann auch immer die Items so ein bisschen abgescannt. Nenne ich das jetzt einfach mal. Und dann kommt man relativ schnell entscheiden, ob man die Items dann brauchen kann oder doch nicht. So. Das ist gar nicht so klein hier. Goldener Vorschild, den nehme ich mal mit, obwohl ich brauche den eigentlich gar nicht. Hm. Also wenn wir dann nachher, wenn wir das noch schaffen zeitlich, oder ich das vielmehr noch schaffe zeitlich, und wir dann auch noch in die Maps gehen mit der Witch, und das wollte ich eigentlich gerne... dann werde ich auch nicht mehr so viel einsammeln, glaube ich. Dann werde ich mich so auf das Wesentliche beschränken. Weil am Ende, das muss ja auch alles dann noch wieder in meine Stash, egal was ich da finde. Also dann werde ich vielleicht so ein paar Sachen mir echt angucken, ob ich die brauchen kann oder auch nicht. So ein bisschen sondieren eben, ne? Ein bisschen auf der Suche nach Orbs und dann wirklich guten Items, Unix und solche Geschichten eben. Ich weiß gar nicht, wie die Unix jetzt momentan auf Deutsch heißen. Einzigartig? Besonders? Ja, habe ich gebrannt oder was ist hier los? Was ist hier geschehen? So, kommt mal gleich auf Skill. So, dauert auch gar nicht mehr lange bis zum nächsten Stufenanstieg. Ah, verbesserter Elementarschaden. Ja, ich neige schon wieder dazu, doch auch Dinge einzupacken, die ich vielleicht doch gar nicht so unbedingt brauche. Harbinger hatten wir auch lange nicht. Mal gucken, wo die sich hier versteckt halten. Die muss ich aber ganz schön suchen, dieses verfluchte Gebiet. Also das ist schon ein bisschen versteckt hier. So, da hinten geht es aber nicht weiter. Mensch, Mensch, Mensch. Ne, da geht es auch nicht weiter. So, mal gucken. Muss ich ja bestimmt hier weiter, ne, oder? Da hinten ist das Buch schon mal. Da wird das schon mal angezeigt. Oh, au, 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 au. Bleeding. Ich hasse Bleeding. Was bist du für ein Vieh? Gibt's ja gar nicht. Das haben wir also schon mal abgeschlossen. Wieder was, was wir abgeschlossen haben. Aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr von diesen Bossen. Ah, Wahlskelette. Ich hätte ja lieber ein Fragment gehabt, aber man kann ja nicht alles haben. So, komm. So, von den Goldenen muss ich auch noch ein paar erledigen. Für meine Belohnung, für meine Liegenbelohnung. Na, da kommt aber nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück.
Gut. Ah, wir suchen immer noch Bälle. Da bin ich jetzt reingerannt. Jetzt hatte ich ganz kurz was geguckt. Schnell, Trank. Aber man muss mit der Witch eben aufpassen, denn man darf halt nicht rein. Das ist die große Schwäche der Witch. Immer drum rumhalten, immer so ein bisschen vorsichtiger. Also gerade für Anfänger kann ich wirklich empfehlen, lieber ein bisschen langsamer laufen. So, oh. Lieber ein bisschen langsamer laufen. Mal so schrittchenweise, sodass man da nicht irgendwie in den Hinterhalt gerät. Das ist nämlich ganz schnell auch mal tödlich. Da, Sphäre der Färbung. So, das geht aber ein ganzes Ende nach hier hinten. Ne? Vielleicht hätte ich doch gleich da hinten durch die Tore gehen sollen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber ich denke mal, dass wir hier irgendwie Bannon finden werden. So, 67. Ich glaube, ich wollte ja live weitermachen, ne? So, wir können ja mal ganz kurz einen Blick werfen. Wenn ich denn hier einen sicheren Moment... Ja, sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Ja, gut. So, wir wollen doch mal kurz schauen. So. Ja, ich kann ja mal eigentlich noch mal ganz kurz... Also für die, die vielleicht jetzt noch gerade zuschaltet haben, das noch nicht wissen. Also das ist ja die Witch hier. Ich bin hier im Prinzip so ein bisschen über diese... also hier bin ich am Anfang noch gar nicht lang gelaufen, sondern... Doch, hier bin ich lang gelaufen. Nein, Quatsch, das muss ich direkt mal selber überlegen. Genau, im Prinzip bin ich hier hoch über die Kreaturen-Notes. Dann bin ich hier lang. Hier habe ich natürlich wieder ein bisschen Leben dazu gewonnen. Hier hinten zu den Kreaturen-Notes. Dann bin ich von hier, bin ich hier runtergegangen und habe dann hier quasi Mana und Leben miteinander verbunden, habe das hier auch noch ein bisschen verstärkt dann. So, und dann hat man sich natürlich auch dann schon irgendwie wieder zu den Kreaturen-Notes vorgekämpft. Ich habe hier ein bisschen was für Chaos-Resistenz oder Chaos-Widerstand getan. Mittlerweile habe ich hier unten auch Leben, weil das auch sehr, sehr wichtig ist, genommen. Dann habe ich irgendwann nach dem ersten Cap, also nach dem Akt 5, werden die Resistenzen um 30 runtergekürzt. Habe ich hier quasi diese Resistenzen dann von hier, der Weg ist nicht sehr weit, quasi genommen, um das dann auch ein bisschen zu erhöhen. Und dann habe ich mich hier weiter runter bewegt wieder, weil hier unten zum einen sind hier auch wieder Kreaturennotes. Willensstärke habe ich, also diese verlängerte Fertigkeitsdauer, das ist für die Skelette und auch für die Flammenschädel nicht ganz uninteressant, weil die ja, ich sag mal, bei denen läuft ja die Zeit ab. Und jetzt befinde ich mich eigentlich hier unten, weil ich mir gedacht habe, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen ums Life. Das ist eigentlich so ein bisschen so aus dem Bereich der Zion. So, 5%. Da hinten ist physischer Schaden zum Beispiel, interessiert mich ja nun gar nicht so unbedingt. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt als nächstes? Also vom Life her bin ich gar nicht so schlecht momentan. Aber ich denke mal, da kann ich auf alle Fälle noch ein bisschen mehr brauchen. So, ich will doch mal gucken, Kreaturen, ob es da noch irgendwie was gibt, was ich brauchen kann. So, da gibt es die hier drüben, aber die interessieren mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Da kann ich, wenn ich das richtig weiß, kann ich da nichts mehr machen. Das heißt, ich könnte jetzt wirklich nur noch live, beziehungsweise Leben und Fertigkeitsdauer erhöhen. So, den habe ich hier zum Beispiel noch nicht. Ich glaube, ich werde den machen. Dann halten die Skelette und auch die Flammenschädel, die halten dann länger, bevor sie kaputt gehen, bevor sie sich zerstören. Deswegen glaube ich, werde ich das machen. 25, dann habe ich das nämlich voll. So, ist denn da hinten noch irgendwas Interessantes? Zaubergeschwindigkeit ist auch nicht schlecht für die Flammenschädel. Umso schneller kriegt ihr sie natürlich. So, aber ich glaube, ich werde jetzt hier... Aber wir bewegen uns auf Kitawa zu, ne? Ich werde trotzdem, glaube ich, das machen. Umso länger halten die nachher im Kampf, Punkte anwenden. Und dann werde ich irgendwann, also die nächsten, denke ich, werde ich wieder auf Leben setzen. So, und dann habe ich hier, irgendwann habe ich hier instabile Kreaturen. Das heißt, die zerplatzen ja nachher, wenn sie wenig Leben haben. So, wollen wir nochmal hier erhöhen. Da werden wir mal gucken. Also die ist jetzt erstmal schon ganz gut. Ich muss nachher, aber am Ende muss ich natürlich schon gucken, dass ich auch den... Kreaturen, dass die vielleicht nochmal ein bisschen mehr Schaden irgendwie kriegen. Da muss ich mal schauen, wie man das vielleicht machen kann. So. Da komm, eigentlich suche ich ja Bannon und den Aufenthaltsort von Kitawa. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt also rausfinden muss.
Und hier gibt es eine Essenz, das ist immer sehr interessant. Oh, mich hat irgendwas eingefroren, da hat irgendwas Schaden gemacht. Wenn ihr so mitten im Kampf mal eingefroren werdet, dann ist es ganz oft auch die Tatsache, dass ihr also entweder tatsächlich einfach mal eingefroren wurdet an der Stelle oder wenn ihr ein gewisses Maß an Schaden auf einen Schlag hingenommen habt, dann passiert das im Prinzip auch. Den Plattnerschrott nehme ich natürlich mit. So, hier werden wir mal für ein bisschen Unterstützung sorgen. Und dann werden wir das öffnen. Ah, ich hätte jetzt schon mal vorher zweimal klicken können, aber... Ach ja. So. Und das ist aber echt hartnäckig darauf mal. Aber nicht hartnäckig genug. So, die Witch, die reißt ja echt die Hexe. So. Mensch, also... Stimmt, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Das war ein ganzes Ende hier, das langgelaufe. So, komm her. Skelette sind auch noch alle hier. Die Zombies sind auch noch alle da. Aber jetzt versammeln sie sich wieder. Genau, da muss man eben aufpassen, ne? Nicht in den Hinterhalt geraten. Das ist nachher auch ein bisschen eine Frage der Erfahrung. Also ich denke mal, dass man auch jedes Mal, also gerade wenn man am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hat, man kommt doch jedes Mal irgendwie gefühlt dann am Ende vielleicht doch einfach ein bisschen weiter, weil man die Endbosse nachher auch ein bisschen kennt. Man kennt die Gegner nachher ein bisschen, gewisse Verhaltensmuster stellen sich da. Da werde ich jetzt auch feststellen, also wenn ich nachher in die Maps gehe und nachher eine bestimmte Map dann überschritten habe, dann weiß ich das nämlich auch am Ende wieder nicht. So, hier geht's zum Stadtplatz, aber wir suchen Bannon erstmal. Den werde ich auch auf alle Fälle hier retten wollen. Denn das kann unter Umständen natürlich auch bedeuten, dass es hier einen Skillpunkt abzustauben gibt. Und da könnten wir nämlich gleich noch ein bisschen live machen. Ich denke mal, dass wir nachher im Endkampf gegen Kitava werden wir auch den ein oder anderen Lebenspunkt noch brauchen. Zumindest wenn der sich so ähnlich darstellt wie beim ersten Mal. Gut, da komme ich nicht weiter. Das Schöne an den Flammenschädeln ist eben auch, dass man so an bestimmte Stellen, so wie da, wo man so gar nicht so hinkommt, also ich sag mal, ein Nahkämpfer, der muss sich da erstmal irgendwie hinbewegen. Oh, der ist aber ganz schön hartnäckig. Freundchen. Sag mal, aber am Ende fällt er doch. Und zerplatzen am Ende auch noch, oder wär's? Nee, das war hier eins meiner, einer meiner Zombies. Oh, Mann. Wehren sich aber auch hier. Und die bluten da hinten alle. Das sind aber auch Biester. Ich bin mal gespannt, wie es nachher in der Stadt aussieht. Ich kenne das ja auch noch gar nicht. So, und was da noch so für Endbosse auf uns zukommen. Also der letzte davon, der Endboss von Akt 9, der war ja auch schon gar nicht ohne. Das wäre auch so ein Kandidat gewesen, wo ich sagen muss, da hätte ich auch sterben können. Und der wird auch nachher, ich denke mal, wenn wir nachher die nächste Runde spielen, die nächste Liga, mit einem Typus, den ich selber auch noch nicht kenne. Ich bin mal gespannt, was ihr mir da auswählen werdet, was ich da spielen soll. Da mache ich ja wieder die Umfrage dann. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da auch auf Schwierigkeiten stoßen werde. Da sind sie, die Habinger. Endlich, Freunde. Ihr habt immer so schöne... Splitter und Gems und solche Sachen dabei. Das war's auch noch nicht, oder? Nein, das war's auch noch nicht. Komm, Rinder. Mach sie fertig. Oh, das ist schön. Ich stehe hier schön weit weg. Noch jedenfalls. Oh, so Kreise muss man sich immer in Acht nehmen. Generell einfach. Da gibt's ja auch so ein paar fiese Zauber. Na, noch nehmen. Ja, ich nehme mal mit. Ich hab's ja mal. Ah, das kriege ich nicht mehr mit. Irgendwas muss hier weg. So, das Schild wollte ich vielleicht mal. Ausweichwert 208. Also Maxi Kältewiderstand. 50% zu Kältewiderstand. Das ist aber nicht ohne. Als extra Kälteschaden reflektiert 53% auf Nahkampf an, 5% auf Blocken. Das ist gar nicht schlecht. Also für jetzt einen Charakter, der, obwohl 208 Ausweichwert, ist nicht so doll, ne? Für die Witch wäre das jetzt vielleicht gar nicht uninteressant. Weil die natürlich, weil ich natürlich jetzt hier den Widerstand eben erhöhen könnte. Immens sogar. Aber brauche ich trotzdem nicht. So. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Das Ding, glaube ich, lasse ich jetzt mal da. Dafür nehme ich dann das Gewand mit. So. So machen wir das. Und jetzt muss ich halt dann liegen lassen.
Brennen. Ich hätte vielleicht da hinten doch gleich durch die Tür gehen sollen, habe ich so einen Eindruck. Brennen, wo bist du? Brennen! So, gut, okay. Man muss sich aber auch nicht mehr zu viel Gegner dann rumprügeln, ne? Wenn man die schon so ein bisschen aus dem Weg geräumt hat. Wobei, ich laufe jetzt auf der anderen Seite lang. Deswegen, da werden schon noch so ein paar Gegner, werden da schon noch sein. Oh, die will ich haben. Des Gemmenschneiders. Schicker Name. Ihr seht, ich stecke jetzt schon ein bisschen was ein hier. Prisma des Gemmenschneiders, okay. Da kann man die Gemmen mit verbessern. Genauso wie das bei den anderen Sachen eben auch ist. So, Schatulle des Goldschmieds. So, ein bisschen Verstärkung werden wir uns hier mal besorgen. Da kommt so ein Typ rein, aber ich glaube, das stört mich jetzt mal ausnahmsweise nicht. So, immer raus aus der Mitte, ne? Die Witch muss immer raus. So, das macht sie. Gibt sie ganz schnell den Löffel ab. Ah, ist nicht wirklich was dabei. Gehen wir also mal weiter. Das Juwel wäre vielleicht nochmal ganz interessant gewesen. Er scheint hier echt, also, wo auch immer er sich versteckt. Wahrscheinlich wirklich da am anderen Ende da, oder was? Hätte ihn gleich haben können. Jetzt muss ich da einmal, natürlich da einmal ganz umsonst hier lang. Das ist eine Sightseeing-Tour der Extraklasse, ja? So, ich laufe jetzt mal hier nochmal. Aber da war ich überall schon. Ja, das muss ja hier hinten sein. Ob der mir wohl verrät? Gut, da muss ich ja wohl auf die... Na, was wird das? So, ich würde jetzt hier gleich mal... Ja, kriegst du. Was hat er gesagt? Hat er was gesagt? Halleluja. Vernichtet solche Flügel. Da, genau. Das hätte auch ins Auge gehen können. Okay, das war's. Oh, du bist aber erschöpft. Verletzt. Puh. Ich würde Gott für euch danken, wenn der Vergleich nicht so abwegig wäre. Ich wollte die englische Sprache mal ausschalten. Ne? Ich war mir so sicher, dass meine Zeit gekommen war. Also gut, okay, die wurden umzingelt. Ich lenkte die Kultisten ab, sodass Lani entkommen konnte. Genau, natürlich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir einen eigenen Fluchtplan auszudenken. Umso schöner ist es, euch wiederzusehen, Verbannte. Lasst uns an einen sicheren Ort weitersprechen und trefft mich an den Docks. Gut. Also der will mich jetzt an den Docks treffen. Gut, da muss ich ja wohl dann einmal kurz zu den Docks, ja? Ups. Gut, das hätten wir ein bisschen schneller haben können. Gebe ich zu. So, aber was er uns denn erzählt und wie wir dann noch einmal übers Dach latschen, ich muss ja auf der anderen Seite runter, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.